Jesus lebt. Wir setzen die Schrift voran, wovon Pastor Epa begonnen hat. 1. Korinther 15, wir lesen Vers 17 bis 19. Unser Zuschauer, Jesus lebt. Egal, wo du dich befindest, egal, wo du steckst, von wo du hörst, ja, du kommst gerade aus der Küche oder du bist gerade auf der Couch, unrasiert. Jesus lebt. Amen. Bist vielleicht im Auto, im Bus, in der S-Bahn, U-Bahn, wo auch immer du dich befindest. Überall auf der Welt. Jesus lebt. Halleluja. 1. Korinther 15, ich lese ab Vers 17 bis 19. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Vers 18. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Vorhin haben wir gehört in der englischen Sprache, dass wenn Christus nicht auferweckt ist, ist unser Glaube inhaltslos, leer. Jetzt nimmt Paulus eine Steigerung. Wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn er nicht auferweckt ist, der Glaube ist nicht nur leer, die ist nichtig. Also diejenigen, die natürlich im deutschsprachigen Raum leben, sie kennen das ja. Wenn ein Vertrag nichtig ist, dann gibt es keinen Vorteil. Das bedeutet, jeder Mensch bezahlt für seine Sünden. Jeder Mensch trägt seine Last. Also sprich, von der Geburt bis zum Ableben, der Mensch bezahlt. Der Mensch bleibt ein Leben lang ein Schuldner. Die Bibel setzt das fort. So seid ihr noch in euren Sünden. Das bedeutet, es gibt keine Freiheit. Es gibt kein Recht und keinen Rechtsspruch. Es gibt keine Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit im Sinne der Bibel ist nicht okay, jemand hat mir was getan und die Person bezahlt. Nein. Im Sinne der Bibel bedeutet, der Mensch ist auf Gottes Stufe. Der Mensch und Gott sind eins. Nicht nur, dass die Schuld bezahlt ist, sondern der Mensch ist gleichgestellt. Er ist kein bloßer Mensch mehr, er ist ein Gottmensch geworden. Ohne die Auferstehung wäre das nicht möglich. Und so wie Pastor Epa zu Recht gesagt hat, ohne die Auferstehung gibt es keinen Grund, uns zu versammeln. Es gibt keinen Grund, hier zu sein. Mein schicker Anzug, den kann ich in die Tonne treten. Warum? Weil Christus nicht auferstanden ist. Weil es keine Vertretung der Menschheit gibt. Das heißt, ich muss noch für meine Schuld selber zahlen. Das heißt, ich bin geboren, um zu sterben. So, es geht weiter. Vers 18. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Es ist nur in Christus, wo der Tod zum Schlaf geworden ist. Ist nur in Christus. Denn warum? Das ist die Urfurcht des Menschen. Wann sterbe ich und wie sterbe ich? Christus hat den Stachel. Ich sag's mal in meinen Worten, den Piekser des Todes. Er hat sie zerstört. Er hat den Tod vernichtet. In seinem Tod vernichtete er den Tod. Du willst wissen, an welchem Tag der Tod gestorben ist? Ist ganz einfach. An dem Tag,
wo Gott Mensch wurde und Gott anstelle der Menschen starb, an dem Tag wurde der Tod, ist der Tod gestorben. Ohne die Auferstehung ist jeder von uns dem Tod geweiht. Das bedeutet, die Angst bestimmt dein Leben. Das bedeutet, Menschen, die Christus angenommen haben und diese Erde verlassen haben, sie haben keine Hoffnung mehr. Denn sobald man die Augen hier schließt, ist Feierabend. Doch in Christus ist der Tod zum Schlaf geworden. Das bedeutet, du entscheidest. Das bedeutet, du entscheidest, ob du schläfst, wann du schläfst, wie du schläfst. Das kennt jedes Kind. Nein, Mama, ich möchte noch nicht schlafen. Der Film ist so spannend. Hier, Christus macht es uns klar. Der Tod ist ein Schlaf. Und der Mensch entscheidet, ob er schläft, wie er schläft und wann er schläft. Doch ohne Auferstehung gibt es keine Entscheidung. Gibt es keine Entscheidung über den Tod. Vers 19. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von Menschen. Das bedeutet, Christus ist nicht nur für jetzt und hier. Christus ist auch für die Ewigkeit. Du musst dir mal vorstellen, Gott wurde Mensch. Der Ewige wurde dem Jetzigen, damit er dem Jetzigen in die Ewigkeit führt. Gott wurde Mensch, damit der Mensch göttliche Erfahrung, göttliches Erlebnis Tag ein, Tag aus erlebt. Und das ist nur möglich durch die Auferstehung. Also die Auferstehung ist nicht nur eine Zeit, wo man einfach mal zusammenkommt und man speist zusammen, man trinkt zusammen. Ja, es ist mehr als das. Die Auferstehung ist der Anfang von jedem Menschen. Ob du zur Kirche gehst oder nicht, dein Anfang ist die Auferstehung. So, und nun stell dir vor, die gäbe es gar nicht. Das bedeutet, für dich gibt es keinen Anfang. Du bist nur da, um zu existieren. Du wirst geboren, du gehst zur Schule, du arbeitest und dann stirbst du. Die Rente wirst du noch nicht mal genießen. Warum? Die Angst wird dich quälen. Ja? Es wird dir alles geraubt. Doch durch die Auferstehung Christi ist dir alles gesichert worden. Du bist unantastbar geworden. Denn warum? Ein Mensch, der auf Gottes Ebene gebracht, ist nun Gott über seine Situationen. Halleluja. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir auch die elendsten von Menschen. Das bedeutet, die Hoffnung aus der Auferstehung geht weit über dieses Leben hinaus. Es geht weit über das Alltägliche. Es fängt bei dem Alltäglichen an, sicher. Doch es geht weit darüber hinaus. Das heißt, es gibt mehr zu dir, als nur das, was du gerade siehst. Und ein Wort der Ermutigung. Falls du dich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt hast. Hiermit lade ich dich ein. Ich lade dich ein, indem ich dir erzähle, dass zu dir gibt es mehr als das, was du körperlich siehst. Du bist geliebt. Du bist wertgeschätzt. Du bist ewig. Aber vor allem Ding, du bist mit ihm auferstanden worden. Für dich gibt es den Tod nicht mehr.
dein Termin für den Tod hat er genommen. Und er hat es erfüllt. Also entscheide dich. Möchtest du in der Angst leben, in der Angst des Todes? Oder möchtest du in dem ewigen Leben, in diesem Leben ohne Ende leben? Das fängt genau hier an. Du musst nicht warten, bis du schlafen gehst, falls du dich entscheidest zu schlafen. Denn wie gesagt, es ist in Christus, dass der Tod Schlaf geworden ist. Entscheide dich. Leben ist für dich nicht nur jetzt, sondern für die Ewigkeit. Gäbe es nicht die Auferstehung, dann ist jede Mühe, jedes Nutzen für nichts. Das würde bedeuten, die Christen sind die elendsten Menschen. Die haben ihr ganzes Leben geopfert, nur um festzustellen, ja, da ist gar nichts, ist alles gelogen. So wie Pastor Epa vorhin gesagt hat, wir wären Lügner. Und die Leute, die uns glauben, sind genauso Lügner wie wir, die das gepredigt haben. Meine persönliche Frage zum Schluss ist, wenn es die Auferstehung nicht gäbe, welchen Beweis hat Gott zu behaupten, er liebt mich? Welchen Beweis? Er ist Mensch geworden, schön. Bin auch Mensch. Er hat auf Erden gelebt. Ja, das tue ich doch gerade. Welchen Beweis hat er zu sagen, dass er mich liebt? Denn wenn Gott liebt, er identifiziert sich. Er macht sich eins mit dem, was er liebt. Und er bleibt nicht da. Das, was er liebt, bringt er auf seine Ebene. Und genau das hat die Auferstehung gemacht. Himmlischer Vater, wir sprechen jetzt und zwar zu jedem, sowohl die Leute, die hier sind, und auch die Leute, die uns zuschauen. Wir sprechen zu jedem Herzen, zu jedem Verstand, dass Christus in jedem aufsteht und leuchtet, dass Christus in jedem, jede Asche, jede Finsternis, jede Dunkelheit überwindet, so wie er das getan hat, historisch. Aber so tut er aus in dem Herzen von jedem Menschen, in den Namen Jesu Christi, egal wo du dich befindest. Christus steht in dir auf und leuchtet. Und wir danken dir, Vater, dass dein Lichtglanz auf ewig in dem Herzen jeden Menschen bleibt. In Jesu Namen.